So, Freunde, jetzt ist es endlich soweit. Herzlich willkommen zum Unboxing. Messer ist dabei. Wir müssen jetzt ganz, ganz vorsichtig sein, dass wir die Figur nicht beschädigen. Oh. Hoffentlich ist das kein Fake, Leute. Dann drehe ich durch. Als Kind habe ich die Figuren für 6,99 € immer bekommen. War mega gehypt, wenn eine neue rauskam. Schauen wir mal, was wir hier am Start haben. Hauptsache, ihr seid am Start. Ist es eine Fälschung? Ist es, ich habe die Figur nirgendwo gesehen, die gibt es gar nicht. Die ist so gut, die gibt es gar nicht. Freunde. Oh. Guckt euch das mal an hier. Seht ihr das? Bitte, unglaublich. Ist das fake? Ist das irgendwie selbst gemacht? Diese Figur gibt es gar nicht. Ich habe die mal im Laden gesehen. Da war sie mit Jabba. Gab es sie für 40 €. Und damals war mir das zu viel Geld. So, wir gucken jetzt nochmal. Das gucken wir uns nochmal genauer an hier. Unglaublich, wie gut die ist. So, das wollen wir jetzt nochmal genau wissen. Ja. Ja. Nice. Mega nice. Guckt euch das hier an. So. Ja, wie gesagt, aus Belgien. Ne, hatte ich im letzten Video angekündigt. Und also ganz klar der Star der Sammlung. Es ist ja unglaublich. Es ist ja unfassbar, wie schön diese Figur ist. Das gibt's ja gar nicht. Guckt euch das an. Hier. Bitte. Hat das der sich selber gebastelt? Kommt das aus China? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ja, Freunde. Das wäre mega nice, wenn ihr mich mal aufklärt, ob es überhaupt diese Figur gibt. Ich habe sie nirgendwo gesehen, auch nirgendwo ein Unboxing. Die ist jetzt natürlich zu schön zum Unboxen. Die bleibt auf jeden Fall in der Verpackung. So, Freunde. Also das war ein voller Erfolg, muss ich sagen. Da bestelle ich gerne wieder in Belgien. Ne? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. In diesem Sinne, bis denne, mein Freund der Abonnent.